Grüße an die Kollegen in Freudsberg. Ich bin hier auf Hanseinsel Gotland im Ostsee, Schweden. Ich bin zusammen mit Servicetechniker aus Freudsberg und wir sind hier bei einer Pivot-Anlage. Wir machen ein Update. Diesen Pivot ist 3 Jahre alt. Der fängt hier draußen an und läuft also hier 960 Meter bis zum anderen Ende, bis zum Corner hier draußen. Das ist eine der größten Pivots, die im Nordhemisphäre gibt, von Bauer. Der Kunde hier, Svante, ist sehr zufrieden mit der Anlage und hier wird richtig Wasser benötigt. Wir sind hier im Erbsenfeld und hier ist Sandboden ohne Ende. Das Wasser für diesen riesen Pivot, der ungefähr 300 Kubikmeter die Stunde benötigt, kommt von diesen großen Lagunen. Der Kunde hat 3 große Lagunen, eine Lagune ca. 150.000 Kubikmeter und 2 Lagunen, die ca. auf 50.000, 60.000 Kubikmeter sind. Das Wasser wird über den Winter eingeschammelt, das ist Oberflächenwasser, Drainierungswasser, wird dann in die Lagunen reingepumpt. Man kann Wasser vom Untergrund hier auf Gotland nicht rausholen. So, im Winter hat der Kunde auch eine Riesenarbeit, das Wasser reinzuholen. Er braucht unbedingt das Wasser für den Sommer. Er kann 140 mm geben über das Jahr und das ist eigentlich für diese Verhältnisse nicht genug. Der Kunde hätte gerne 200 mm Regen für den Saison. Aber momentan muss er dann größere Lagunen nochmal bauen. Wir sind hier jetzt im Feld. Das hier ist ein Erbsenfeld. Und man sieht schon, dass hier sandiger Boden ist. Sehr sandig. Man muss ein bisschen reingraben, dann wird schon ein bisschen mehr Feuchte. Die Erbsen sind gerade aus dem Boden raus, ganz klitzeklein. Die warten schon natürlich jetzt auf die Sonne und auf die Hitze. Hier ist das Erbsenfeld. Was andere ganz interessant ist hier bei dieser Gegend von Gotland ist, es liegen hier Steine im Feld, nicht viele, aber da gibt es schon ein paar Steine ab und zu. Wenn man die Steine mal rumdreht, da sieht man schon ab und zu was Interessantes. Das hier ist ein Fossil. Das haben wir heute Morgen hier im Feld gefunden. Ja. Hier ist schon eine Spur von dem Pivot, das sieht man hier. Und wenn wir umdreht, dann ist hier eine kleine Brücke. Rund um das Feld gibt es diese Kanäle und hier fließt das Wasser. Das Wasser von diesem Kanal ist ein Drainierungskanal, fließt dann in Richtung die großen Dams, die da hinten sind. Und von da wird es in die Lagune reingepumpt. Hier sieht man das Spur, das über diesen kleinen Brücke fährt und davon gibt es ganz viele in diesem Feld, weil das Feld oder die Felder sind in Umgebung haben viele von diesen Kanälen. Hier sieht man schon auch Sandboden, fast wie am Strand. Ja.